Mahlzeit, Freunde. Herzlich willkommen zu 030 Barbecue. Mein Name ist Bobby. Heute gibt's eine Schweinerei. Und zwar machen wir einen wunderschönen kleinen Krustenbraten in Quick and Dirty. Guckt euch das an. Ist das geil? Ist das geil? Hä? So muss ein Schweinebraten aussehen. Wie das geht, was ihr dazu braucht, zeige ich euch jetzt. Zack, wir starten gleich durch mit unserem wunderschönen Krustenbraten. Ich habe nämlich einen Riesenhunger und es muss heute schnell gehen. Also Freunde, guck mal, Krustenbraten geordert beim Hofer Meer. Den kriegt er gleich so aus der Verpackung raus. Der ist schon eingeschnitten, braucht er nichts mehr machen. Küchenfertig quasi. Das ist hier vom bunten Bentheimer. Bunte Bentheimer sind in der Regel relativ kleine Schweine, deswegen auch kleine Krustenbraten. Das ist also quasi der One-Man-Krustenbraten, also der Single-Krustenbraten, allein für mich. Ungefähr 1,3 Kilo reicht aus. Ja, also das Motto heute ist Quick and Dirty. Also es muss schnell gehen. Kein großes Shishi, kein Gemüse, keine Soße. Einfach nur Krustenbraten, Freunde. Geil, geil, geil. Ihr nehmt euch so eine wunderschöne Form hier aus dem schwedischen Möbelhaus eures Vertrauens. Da ist so ein Gitterchen drauf. Einmal Krustenbraten umdrehen und wir starten mit dem Senf. Senf, Freunde, Senf. Ihr könnt ja jetzt euren Standardsenf nehmen, den ihr zu Hause habt, den guten Bautzner vielleicht. Oder ihr nehmt mal einen geilen Dijon. Ich nehme jetzt hier so einen groben Dijon-Senf. Der kommt immer ganz gut. Wir brauchen gar nicht viel. Ich würde sagen, ungefähr einen Esslöffel. Der kommt oben rauf und wird mal schön eingerieben. Und zwar überall ans Schwein, außer auf die Kruste. Na, Freunde, so will ich sagen, ne? Was da unten reinfällt, ist ja kein Problem. Das bleibt da einfach drin. Das verbindet sich nachher mit dem Bier und es bleibt einfach alles sauber, ne? Deswegen macht sich das auch ganz gut, wenn man das hier gleich auf der lustigen Form zubereitet. So, alles ein bisschen benetzt. Und jetzt wird es auch schon dirty. Und für dirty, Freunde, brauchen wir rauchige Drecksau von der Spice Bar. Alle anderen Zutaten heute, wie immer, unten in der Box drin, ne? Aber ich habe jetzt keinen Bock, es muss schnell gehen, deswegen ballern wir einfach durch. Also, rauchige Drecksau, ne? Ordentlich abrubben, das ganze Ding. Nehmt da bitte nicht zu wenig, da kann ordentlich Geschmack ran. Ja. Zack. Sehr, sehr schön. Alle Seiten bis auf die Kruste, bitte. So stelle ich mir das vor. Ne? Ist schick, oder? Schick. Der rote Fleischball. Den jetzt einmal umdrehen. Oh, hier fehlt noch ein bisschen was. Ah, wundervoll. Und jetzt kümmern wir uns um die Kruste. Für unsere Kruste machen wir auch kein großes Shishi. Wir arbeiten nur mit Fleur de Sel, also einfach nur Salz. Wie gesagt, die kommt schon eingeschnitten zu euch. Deswegen könnt ihr euch eigentlich auch diese Wasserbäder kochen oder einlegen, sparen, meiner Meinung nach. Ich hatte ein paar Experimente schon mal gemacht und ich persönlich habe keinen Unterschied feststellen können zwischen einem eingelegten schwarzen Teil und einem nicht eingelegten. Könnt ihr mir gerne mal unten in die Kommentare schmeißen, ob das sich lohnt, das Ding zu wässern oder nicht. Was ihr davon haltet. Ich weiß es ja nicht, ne? Ich kann auch nicht alles. Also Salz, ja, da müssen wir jetzt nicht sparen, das wisst ihr. Geht einfach mal oben rüber und überall schön zwischen die Brocken hier rin massiert. Ah, so eine gute halbe Handvoll, würde ich sagen. Jetzt geht's an den Grill. Zack, also das ist die Ausgangssituation. Ich finde es eigentlich so schon sehr, sehr geil. Ne? Der Broilking ist vorbereitet. Wir haben den rechten und den linken Brenner an. Beide ungefähr auf Halbmast. Wir kommen auf eine Temperatur von ca. 200, 220 Grad. Also ein bisschen höher, als man es vielleicht gewöhnt ist. Aber wir wollen ja auch schnell sein heute. Ne? Zack, den Braten einfach rauf in die Mitte. Sehr, sehr schön. Und jetzt brauchen wir hier unten noch Flüssigkeit. Ne? Die beste Flüssigkeit, Freunde. Ja, Bier ist richtig. Also hier nochmal ordentlich ein Bierchen mit unten drin. Könnt ihr auch Wasser nehmen oder Gemüseform, aber wir machen ja keine Soße. Wir wollen nur ein bisschen Flüssigkeit haben, damit uns das nicht austrocknet. Und das Bier sorgt halt noch dafür, dass wir so einen kleinen Bierflavor mit dran haben. Ich bilde mir ein, den zu schmecken. Mal gucken. Jetzt kommt noch ein Kerntemperatur-Thermometer mit rein. Wir wollen ja auch wissen, was wir hier machen. Also einfach mittig in den Schweinebraten mit drin. Zack. Jetzt machen wir einen Deckel zu und warten erstmal auf eine Kerntemperatur von ca. 58 Grad. Ja, auch das ist ein bisschen überraschend. Ich bin kein Freund davon, Schwein immer komplett tot zu braten auf 70, 80 Grad. Wir werden heute ein bisschen früher stoppen. Also 58 Grad und dann gucken wir mal. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit zum Warten. Ich weiß noch nicht, wie lange es dauert, aber wir werden es sehen. Dazu werden wir noch machen, ein bisschen Spitzkohl auf der Pfanne schön anmachen. Das kommt nämlich lecker auf ein Brötchen mit Sour Cream dazu. Besser
kann ich mir Schweinebraten fast nicht vorstellen, wenn es keine Soße und Kartoffeln dazu gibt. Ne? Aber das zeige ich euch gleich. Bäm, Zeitsprung, Freunde. 40 Minuten später, 43 Minuten. Wir haben 39 Grad Kern. Wir gucken da mal rein. Oh, oh. Das sieht ja schon mal sehr, sehr geil aus, oder? Um hier ein bisschen Gleichmäßigkeit zu schaffen, drehen wir jetzt einmal kurz. Wir können ein bisschen Salz abpullern. Muss man aber nicht. Oh, geil. Und den jetzt einmal drehen. Und ich denke, lange dauert es jetzt nicht mehr, ne? Wir machen den Deckel wieder zu und dann, ja, schauen wir mal. Zack, nächster Zeitsprung. Wir haben ein Rennschwein, Freunde. Stunde 15, Stunde 20. Ungefähr 58 Grad. Guck mal. Oh, oh. Sieht das geil aus? Sieht das geil aus? Eigentlich sind wir jetzt schon durch. Die Schwarte gefällt mir noch nicht ganz. Wir machen jetzt noch mal 10, 15 Minuten volle Power. Also rechts und links komplett hochgedreht. Und dann sind wir mit dem Braten eigentlich schon durch. Und wir essen unseren Krustenbraten ja heute nicht solo. Der kommt auf eine Schrippe. Da kommt noch ein bisschen, ja, wie kann man es nennen, Spitzkohlsalat zu. Den werden wir gleich auf der Pfanne ein bisschen anrichten. Was wir dazu brauchen, zeige ich euch jetzt. Zack, also als weitere Zutaten für unser Krustenbratenbrötchen brauchen wir das hier. Also natürlich ein paar Schrippen, ein paar Olle. Dann habe ich hier Spitzkohl. Okay, Salat war ein bisschen übertrieben. Wir nehmen eigentlich nur den Spitzkohl. Ein bisschen braunen Zucker. Zack, Salz, Pfeffer und ein paar Röstzwiebeln. Salat ist es nicht, geil wird es trotzdem. Das geht gleich alles auf die Pfanne. Des Weiteren braucht ihr noch Sour Cream. Habe ich euch verlinkt oben im Video, ne? Beste Sour Cream der Welt. Ja, achso, neutrales Öl oder in dem Fall hier ein Rapsöl, deswegen ist es so gelb. Los geht's. Also, Pfanne auf den Seitenbrenner, bisschen Öl rein, kurz heiß ziehen lassen. Da kommt jetzt unser Spitzkohl rein. Also hier mal, ich habe wieder viel zu viel gemacht. Ich würde sagen so ein, zwei Hände. Und einfallen lassen. Ein bisschen salzen. Ja, nehmt da nicht zu viel. Pfeffer. Und ein bisschen was von unserem Kokosblütenzucker. Ja, zum Karamellisieren. Sehr, sehr schön. Das Ganze jetzt ein bisschen durchwursteln und ich würde sagen, ja, anderthalb, zwei Minuten, dann sind wir hier auch schon fertig. Und jetzt sollte unser Schwein auch fertig sein und, oh, geil. Ist das Kruste, Freunde? Ist das Kruste? Brenner runter oder ihr macht's aus. Ich nehme noch mal eine Schrüppchen, die lege ich kurz mit oben rauf. Ich würde sagen, wir können drei Minuten essen. Ich kann es doch nicht mehr abwarten. Ich hol den jetzt runter. Oh. Oh, geil. Guckt euch das an. Ist das ein geiler Braten? Wahnsinn. Wahnsinn. Hier, Kruste. Ist da, Freunde. Anschneiden, Schrippe fertig machen, essen. Anschneiden. Ihr habt es ja gehört, ne? Wir sind jetzt ungefähr bei einer Kerntemperatur von 63, 64 Grad, was für meinen Geschmack völlig ausreicht. Mittelschnitt. Guck mal. Hä? Ist das ein saftiger Schweinebraten? Oh, oh. Scheibchen runterschneiden, Schrippe fertig machen und essen. Aber ganz kurz mal für mich. Hm? Ein kleines Stück zum Kosten. Oh, ist hier eine, also ein Wasser. Der Kruste. Hört aber. Geil. Absolut genial. Weiter. Also, Schrüppchen. Ein bisschen was von unserer Sour Cream runter. Mir wieder den kleinsten Löffel genommen, den ich gefunden habe hier. Zack. Ordentlich, ordentlich. Röstzwiebeln. Ja. Dann ein bisschen was von unserem Krautsalat. So würde ich sagen. Ne? Schweinchen ruf. Zack. Wo ist mein Deckel? Ah. Deckel rauf. Reinbeißen und genießen. Ist das geil? Ist das geil? Oh, tropft. Ich muss noch mal. Ich muss probieren.
Oh, Freunde. Schweinebraten at its best. Wie sieht's aus? Geil. Wenn es euch gefallen hat, macht das nach. Ballert Kommentare über ein Like oder ein Abo, würde mich freuen. Das war Bobby. 030 Barbecue ist das geil. Ich bin draußen. Wir sehen uns am Grill.